Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 1943 DLC, ganz frisch erschienen am 26.05. in der zweiten Mission Back and Blow. Und wir müssen hier drei Armored Corps der Sowjets zerstören. Eins davon haben wir schon. Die Hauptmission müssen wir zum Schluss machen, weil ansonsten ist die Mission direkt beendet. Ich habe mich ja in der ersten Folge ein bisschen drüber geärgert, aber ja, wie willst du es anders machen? Wenn die Hauptmission halt erfüllt ist, ist die Hauptmission erfüllt. Und von der dritten Armored Corps, oder vom dritten Armored Corps, haben wir noch erst ein Fahrzeug zerstört. So, und wir sind, glaube ich, wie immer zum Start des Videos erstmal mit einem Rundenwechsel beschäftigt. Was habe ich jetzt gedrückt? F. Ah. Mit F kann man ZAT ausschalten. Das wusste ich noch gar nicht. In der nächsten Runde schneit. Das heißt, da können wir unsere Flugzeuge nicht einsetzen. Au. Mhm. Mhm. Aua. Aua. Okay, das war eine richtig beschissene Runde jetzt hier für uns. Wir ziehen uns mal zurück in die Stadt. Ja, das waren die Pioniere. Wir hätten die Grenadiere da reinsetzen müssen. Kaki. Große Kaki. So, die frischen wir erstmal auf. Was ist das hier? Das ist eine. Das sind beides Panzerabwehr. Okay, wir spielen das mal anders. Wir ziehen die vor, greifen da an. Halt. Ich wollte eigentlich, genau, jetzt ziehen wir die vor, greifen da an, dann lassen wir die angreifen. Oder wir machen das noch ganz anders. Zack, zack, zack. Ich wollte eigentlich den Mörser auf die setzen. So, dann kann der die hier One-Shot rausnehmen. Die frischen wir auf. So, Mist, der Panzer kommt da nicht bis hin. So, die Pioniere gehen mal, komplett zurück. Er kann in der nächsten Runde eh seine Flugzeuge nicht einsetzen. Das ist ein Vorteil für uns. Und hier... Jetzt ist jetzt die Frage, in welche Richtung wir pushen. Der Panzer gibt kein Abwehrfeuer. Was hat er hier? Kampfbereit. Wenn die Einheit sich verteidigt, greift sie zuerst an. Wir könnten jetzt den Tiger da reinsetzen. Und wir könnten den mit dem Panzerabwehr dahinter stellen. An die Pioniere kommt er erstmal nicht ran. Wir stellen mal... Oh, die Artillerie sieht aber auch nicht mehr so frisch aus. Wir stellen den Mörser mal... Mal dahin. Er wird höchstwahrscheinlich eh den Tiger angreifen. So, minus 3, minus 3. Was ist der gefährlichere? Das ist ein T-70. Der hat 16 Angriffskraft. Ja, okay, der hier. Er schießt da nicht mehr zurück. Hat er so ein Feature hier drauf?
Auf und davon. Ah ja, feindliche Einheiten, die von dieser Einheit angegriffen werden, erwidern nicht das Feuer, wenn ihr Initiativwert niedriger ist. Okay. Gut. Hier drüben haben wir uns jetzt, glaube ich, so einigermaßen aus der Affäre gezogen. Flugzeuge können wir ja zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht verlegen. Wir gehen mal weiter Richtung Stadt. Oh, da ist ja noch jemand. Die Artillerie. Bewegungsreichweite ist aber auch recht eingeschränkt. Okay. Feuer frei. Drängen wir ihn da erstmal zurück. So, hier die Flugzeuge können wir ja mal auffrischen. Hier können wir die Gelegenheiten nutzen. Und hier unten sind sie noch voll. Okay, dann... Ja, Rundenwechsel. War jetzt ehrlich gesagt nicht der beste Rundenwechsel, muss man sagen. Er läuft an den Hinterhalt, nice. Okay, das heißt, wir frischen die beiden jetzt auf. Wir gucken mal, dass wir... Ja, okay. Geh mal... Oh wow, er fährt im Hinterhalt. Ah, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So, das ist ein Jäger. Das ist ein Jäger. Hier ist der Bomber. Den Bomber können wir nicht angreifen. Weil der Abwehrfeuer kriegt. So, dann hatten wir nicht noch einen Jäger? Ach, die sind alle hier unten. Okay, das heißt, die verlegen wir jetzt dahin. Und einen Jäger verlegen wir dorthin. So, das Problem ist jetzt, er hat mindestens noch einen Jäger. Der Scout kommt da nicht ran. Haben wir ihn vergessen, in der letzten Runde zu bewegen? Könnte es sein. Deswegen will ich jetzt ungern unsere U bewegen. Der Bomber ist halt echt noch ein scheiß Problem für unsere... für unsere Artillerien. Der hier ist recht gefährlich, weil das halt ein Model 43 ist. Und die Grenadiere werden recht interessant gegen Panzer. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können ihm mal dahin gehen. Und er... Der gibt kein Abwehrfeuer. Schade. Der ist halt auf 6 runter und er könnte ihn jetzt da raus. Aber dann ist die Flanke hier wieder offen. Oder wir setzen die U halt doch ein. Auf das Risiko hin, dass er... Jetzt kommen wir... Ja, wir könnten jetzt in den Wald reingehen. Das ist natürlich jetzt nicht die eleganteste Art. Weil das... Also er könnte ihn dann rausnehmen, aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht.
4 ist jetzt auch nicht gerade überragend. So, wir nehmen die mal aus dem Gefecht raus, dass die gar nicht erst nochmal in Gelegenheit kommen. Und dann frischen wir sie erst nach der Runde wieder auf. Das spart uns etwas Prestigepunkte. So. Ja, da oben ist sogar noch was. Hallöchen. Hätte die sich auch woanders hinstellen können? Nee. Aber was haben wir denn hier noch? Komme ich da bis hin? Nee. So, das wird jetzt spannend. Gut, damit kann ich leben. T34, M3 Lee und noch ein T34. Und wir haben noch 6 Einheiten, fehlen uns noch. Wir haben aber kein Rundenlimit, das ist ja schon mal gut. So, hier drüben. Ach, guck an. So, Pioniere. Die lassen wir mal in der Stadt stehen. Wir stellen mal die Pack als Lockmittel ein Stück davor. Das ist ja jetzt die Third Armor. Da haben wir noch nicht so viel zerstört. Das ist eine Artillerie, die ist nicht ganz so kritisch. Und das ist... Ja, okay, der ist schon eine Nummer kritischer, der T-34 Model 43. So, dadurch, dass wir den jetzt nicht bewegen, frischen wir ihn wenigstens auf. Und dann gehen wir in den Rundenwechsel. Okay, mein Freund, der Bomber wird jetzt Geschichte gleich sein. Ach, guck an! Jetzt hat er auf einmal doch Flugzeuge auf der Flanke. Das ist natürlich ekelhaft. So, er zieht dort die Artillerie ran. Er macht den Fehler und greift auch auf so eine Distanz an, dass wir zurückschießen können. So, er zieht sich da jetzt wieder raus. Aua, Überstärke. Okay, das ist nicht cool. Weil jetzt stürzen unsere Flugzeuge ab. Okay, das finde ich gar nicht gut. Okay, 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 okay. Gut, aber finde ich jetzt auch insofern nicht schlimm, weil wir haben hier einige Fehler jetzt in der Runde gemacht, dass er da sich so getriggert fühlt und uns vor allen Dingen hier den Flugplatz wegnimmt. Das war tatsächlich nicht mein Plan. Okay, das heißt, wir frischen ihn auf. Wir frischen die Artillerien auf. Okay, so, wir greifen ihn hier an. Und bleiben dort aber auf dem Flugplatz stehen. So, hier drüben ist jetzt die Frage, ob wir einfach mal hier stehen bleiben und den Gegner dort erstmal nicht antriggern. So, hier war jetzt auch das Problem, dass er uns dass er auf einmal Flugzeuge hat. Das heißt, wir bleiben da auch erstmal stehen. Wir ziehen die hier nach. Wir ziehen den Panzer dahin. Wir ziehen den Scout dahin, wir ziehen die
Kollegen auf das Flugfeld und die Artillerie stellt sich mal dorthin. Okay. Spielen wir das halt ein bisschen defensiver, von mir aus. So, hier könnte man jetzt wieder in den Angriff übergehen. Wir bleiben da oben mal stehen. Und ziehen die Grenadiere mal hier hin, damit er jetzt nicht so einfach uns flankieren kann. Und die Pioniere stellen wir hier aufs erhöhte Geländefeld. Okay. Der Scout. Die Flugzeuge. Und dann gehen wir jetzt in den Rundenwechsel. Mal gucken, was jetzt passiert. Er greift wieder mit seinem Bomber an, das war klar. Zusammen mit dem Jäger greift er dort die U an, das war auch insofern klar. Und er zieht jetzt die Panzer nach. Alles kein Problem. Ja, tut weh, weil es ein Flammenpanzer ist, aber... Auch das war wieder... Nein, komm, come on! Ey, das gibt es nicht! What the fuck, ey, du kleine Made! Müssen wir jetzt die Runde nochmal laden, ey? Da hatte ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf. Ich finde es trotzdem effektiver, den Jäger hier hochzuschicken, als mit dem Jäger unsere U zu beschützen. So, das heißt, die greifen jetzt da an. Den frischen wir auf. Den nehmen wir raus. So. Ist das hier ein erhöhtes Geländefeld? Nee, das ist ein offenes Geländefeld. Wir können den Tiger also dorthin stellen. Ah, nee, ist irgendwie... Kommt nicht an den Flugplatz ran. Die Frage ist, ob das jetzt hier mit dem Tiger die bessere Variante ist. So, hier oben hier auf das Flugplatzfeld. Die Arti dahin, er dahin. Der Scout geht mal. Oder? Ich glaube, wir hatten das so gespielt, ne? Der Scout geht da hoch. So, und die Flugzeuge jetzt noch bitte dahin. So, haben wir denn jetzt die Variante gefunden, mit der wir hier spielen können? Jetzt greift er mit dem Bomber wieder dort an. Diesmal wird er da aktiv, das hat er vorher auch nicht gemacht. Guck mal, er lässt sich diesmal nicht auf irgendwelche Spirenzchen ein.
Was wird, ich will mal kurz was probieren, was die Pack an Schaden machen würde. Okay. 6. Ja, wir haben den Scout diesmal vergessen zu ziehen. Ach, shit. Gut, aber wir haben unsere Jäger jetzt hier. Das heißt, wir können... Das ist der Bomber. Wir können hier erstmal für ein bisschen Ordnung sorgen. Damit ist der Bomber zwar noch da, aber es ist immerhin noch... Wo ist der Gegner denn jetzt? Noch ein Jäger. Ja gut, dann. Auf den Bomber drauf, ne? Warum nicht? Wow, die W macht hier nur... Hätte ich mir jetzt mehr Schaden davon versprochen. So, der Panzer... Es steht 13 zu 19, 5, 17, 15, 15. So. Knallen wir ihm da mal eine vor den Latz. So, die, wie gesagt, bewegen sich hier zurück. Die, bei denen lassen wir uns auf nichts ein. So, ihn drängen wir erstmal zurück. Das ist gut, ansonsten bleiben wir da erstmal so stehen. Hier haben wir noch einen Tiger. Den können wir mal... Da hinstellen. An dem Flugplatz sollte er jetzt eigentlich nicht rankommen. Okay, dann Rundenwechsel. Es ist anscheinend nur noch der Bomber, den er da hat. Das ist gut. Und hier hat er halt jetzt noch Jäger. Okay. Ja, das ist scheiße. Die Artillerie zieht sich wieder zurück. Der Panzer 3 zieht sich wieder zurück. Hier oben. Au. Och nö, komm schon. Ach, guck mal. Gut, dann holen wir uns mal den Bomber. Wo ist denn der? Hallo? Willst du mich verarschen? Ach Quatsch, ich bin ja blöd, der ist natürlich hier, der ist natürlich noch nicht zurückgeflogen. So. Ja, wobei, gehen wir da hinten. So, dann... Feuer. Oh, da sind noch ein paar. Vielleicht sollten wir uns da erstmal... Ist das ein KV-1? Oh ja. Oh hier, Kommandanten. Gebündelte Stärke. Kann mehr Kampfkraft in einzige Einheiten bündeln, wodurch die Überstärke Maximum für 1 und plus 5 erhöht. Wow. Ja, okay.
sehr gut. Dann machen wir das mal so. Unwegsam. Unwegsam ist nicht geschlossen. Das darf man nicht verwechseln. Was ist denn das? Panzer 4F. Scheiße, noch ein Beutefahrzeug. So, 7 von 17. Das sind immer noch 10 Einheiten, die er da hat. Wir verlegen die Zoom mal hier rüber, weil mit den Jägern können wir aktuell eh nicht groß hantieren. Wir machen das mal so. Und spielen das mal so. Halt, dafür müssen wir erstmal... So, perfekt. Da haben wir hier mal eben aufgeräumt. Wir müssen jetzt uns ein bisschen zurückhalten, denn... Eigentlich können wir die auch verlegen. Mit den Jägern dort können wir eh nicht groß mit unseren Us arbeiten. Denn wir müssen erstmal hier noch ein paar Fahrzeuge zerstören. Ne? Also... hier noch Jäger. Wir könnten natürlich... machen das mal so. So, und hier drüben... Tja. Frischen wir auf. Gehen wir einen Rundenwechsel. Lassen wir uns gar nicht auf irgendwelche Schießereien ein. Soll er machen. Autsch. Ja, natürlich. Er schafft es halt immer wieder, diese Lücke zu finden, von der er aus uns flankieren kann, ey. So ein nerviges Mistvieh. Halt. Ach, der kann sich nochmal bewegen. Okay, dann drauf. So. Dann hier mit unserem Jäger. Wobei. Ach, ernsthaft jetzt? Nimm ihn doch mal raus, ey. So. Müssen wir das mal so spielen. Es sind noch zwei Fahrzeuge, die der Gegner jetzt hat. Ich hoffe jetzt nicht, dass er sich da an uns aufreibt. Das fände ich jetzt nicht so schön. Okay. So, hier oben... Perfekt.
Wir holen uns mal die Stadt. Er hat noch 7 Einheiten. Oh, knall du ihn mal da weg. Wo ist er denn noch? Wo zur Hölle hat er noch Einheiten? Dann besuchen wir ihn erstmal hier. Gucken wir doch mal, wo noch was ist. Da ist nichts. Da ist nichts. Hm. 5 Einheiten müssen wir noch finden. Hier würde ich jetzt erstmal so stehen bleiben. Da oben ist noch eine Flak. Ah, hallo. So, mit ihm würde ich gerne hier hinten das Dorf noch einnehmen für Prestigepunkte. Da oben ist noch eine Pack. Okay. Der Jäger geht raus. Wir gucken, ob ich hier... Ne, hier ist nichts mehr. Das sind die letzten beiden Fahrzeuge von ihm. Ich hoffe, er reißt sich da zusammen. Wir verlegen unsere Kräfte mal dahin. Das heißt, der Scout geht dahin, der Panzer geht dahin, der Tiger geht dahin, die Infanterie. Artillerie. Okay, bewegen wir uns jetzt alle geschlossen Richtung Osten. Ah, hier ist noch eine Ortschaft, die wir einnehmen können. Hier ist noch eine U. Die ist zwar schon runtergeschossen, aber die können wir trotzdem verwenden. Das sind die letzten Einheiten von ihm. Okay. Das sieht ja insgesamt jetzt eigentlich ganz gut aus. Jetzt könnte man hier sogar überlegen, in den Angriff überzugehen. Zumindest mit dem Panzer. Okay. Und ein Wechsel. Ja, aber den Panther da jetzt zusetzen. Ah, bitte, bitte reib dich jetzt da nicht auf. Ne? Ich muss erstmal hier das Bonusziel erfüllen. Gut, dann. Ach, jetzt ist natürlich gerade Schnee. Eieiei, das müssen wir ihn hier unten erstmal retten. Das schafft er nämlich selber nicht. So, wir nehmen hier die Punkte noch ein. Und bewegen uns ansonsten weiter. Richtung Osten. Gut. Ach, hier ist ja noch eine Artillerie, die habe ich ja komplett vergessen. Hui. Gut, die kann sich mal um den Punkt hier noch kümmern. Da können wir den nämlich auch noch einnehmen. Kriegen wir auch nochmal Prestigepunkte.
Das ist der Vorteil, wenn man ohne Rundenlimit spielt. Man kann sich solche luxuriösen Geschichten leisten. So, der Panzer ist hier oben noch was. Ja, wir gehen mal da oben gucken, ob da noch irgendwie was ist, was wir einnehmen können. Oder ob da wie am obersten Rand hier oben auch noch eine Pack steht. Das wäre dann natürlich nicht so geil. So, die Infanterie lassen wir da mal stehen. Sind hier nur noch Panzer. So, er zieht sich da zurück, fährt dem Tiger vor die Kanone. Der kann jetzt hier mal Geschichten aus Stahl erzählen. Damit sind wir bei 15 von 17. Ach, guck an. Ja, okay, dann lassen wir das mal. Da oben will er uns auf jeden Fall nicht haben. So, damit haben wir die Geschichte hier eingenommen. Wir holen uns den Ort noch. Wir holen uns den Ort. Damit gibt es nochmal Prestigepunkte. Wir holen uns den Ort hier. Wir holen uns den Flugplatz. Okay, und jetzt können wir eigentlich anfangen. Wo ist denn der letzte? Ah, da. Sehr schön. Back and Blow, 27. Februar 43. I knew I could count on you and your men, General Lauch. Your victory here has reversed our fortunes and sent our Soviet enemies into a rout across the Donetsk industrial basin. With this reprieve and imminent recapture of Charkov by other forces, we can use this momentum to attack the salient of Soviet troops that has begun to form north of us at Kursk. I'm afraid that we'll have to wait, sir. Oberst, you clearly know something I do not. Please enlighten us. Two reports. First is a meteorological report warning weather and spring rains are rapidly turning the hard snow into sea of mud. Field Marshal von Manstein scolds. And the second, a congratulations from the High Command on your success, and with them orders to secure and defend the Donetsk industrial basin. Very well. We will have to just accept this victory today and prepare for the next battles tomorrow. I just worry about the reprieve we will be granting to our enemies in this lull. Historically, the German Donetsk campaign, perhaps better known as Manstein's backhand blow, was a tremendous success. The sudden counterattack organized by Field Marshal Manstein took the Soviets completely by surprise, as they expected no such resistance after their recent string of victories. In just a month, the Soviets would lose over 500 tanks and tens of thousands of soldiers to the German onslaught. The resulting Soviet retreat finally stabilized Germany's southern front, which had been in chaos since Stalingrad. For its victory, Erich von Manstein would be given full command of Army Group South and be awarded oak leaves to his Knight Cross. The oak leaves represented Germany's fourth highest honor. Over the course of entire war, less than 1,000 individuals were bestowed with this award. Sehr schön. Damit haben wir die zweite Mission beendet. Backhand Blow. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, bald dann auch das ganze Spiel hier auf Deutsch richtig zu haben. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gemonfen, Kulle, Gorwin, Kyrtano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.